Willkommen zu einer weiteren Folge Fußballmanager 19 mit der Karriere beim 1. FC Köln. Ja, drei Spiele, drei Siege. Jetzt müssen wir gegen St. Pauli auswärts ran. Im 3D-Modus, glaube ich. Ich weiß nicht. Erstmal stellen wir hier unsere Spielerköpfe ein. So, da hätten wir sie alle. Und dann stellen wir die Rotation 2 ein. Zack, da sind sie. So. Dann haben wir noch zwei Nachrichten. Sponsor bezahlt Siegprämie von 50.000 für den Sieg gegen Aue. Jetzt gucken wir gerade mal, was haben wir hier gehabt. Kalender. Ich weiß nämlich nicht, was wir letztes Mal gespielt haben. Das war 3D in der Liga. Text, Videotext, jetzt kommt wieder 3D, okay. Okay, jetzt kommt wieder 3D-Spiel gegen den FC St. Pauli. Mal schauen. Wie gesagt, wir machen hier immer eine Rotation, das heißt einmal 3D, einmal Text und einmal Videotext-Modus. Das werden wir auch so beibehalten. So, was haben wir jetzt hier? Eine Nachricht. Kaufangebot für Hector. Was wollen die bieten? Die 8,5 Millionen. Soll ich das machen oder nicht? Was ist er denn wert? Was ist er wert? 5,8. Ja, 8,5. Haben wir schon 3 Millionen Gewinn gemacht. Verhandeln und dann anbieten. So, Transferstatus ändern auf Transferliste. Ja, 8,5 ist schon okay. Müssen wir halt nur einen neuen Linksverteidiger suchen, das ist alles. So, machen wir auf 10 Millionen. Und weiter geht's. Ja, machen wir alle auf 10 Millionen und dann holen wir uns einen neuen Linksverteidiger. Sogar Schalke will den haben. Oh. Mönchengladbach, Frankfurt und Werder. So, schauen wir mal. Ablöseverhandlungen, Kaufangebot. Barcelona. 5,5. Können wir verhandeln. Genau, Transfer ist auf der Transferliste. Anbieten. Geht nicht. Okay, müssen wir warten. Dann haben wir noch ein Kaufangebot für Hector. Das war ja dann, Wolfsburg, Entschuldigung. Na gut, weiter geht's. Britische Jungferninsel, Macau und Dominikanische Republik? Nein, wollen wir alles nicht. Ah, Frankfurt. Bietet noch 8,5 an. So, jetzt haben wir einen Fitnessparcours abgeschlossen. Haben wir jetzt auf 6. Das ist gut. Dann machen wir jetzt die Fanartikelproduktion auf 4. Sicher ist das. So. So, haben wir noch 2. Ja. Kommen wir noch nicht. Weiter geht's.
10 Millionen. So. Sommertransferperiode endet. Müssen wir uns jetzt noch nach dem Linksverteidiger umschauen. Das machen wir jetzt mal. 9 Millionen. 9 Millionen ist okay. Gladbach sagt 8 Millionen. Ich sage 9 Millionen. Barcelona sagt also 5,75. Ich sage Barcelona. Nein. So. So, jetzt müssen wir uns erstmal einen Linksverteidiger holen, weil der wird mit Sicherheit weggehen. Mal gucken, 2,8 haben wir noch. Und 1,8 an. Ja, ist gescheitert. Meret hat Trainingsziel erreicht. Jetzt hat er Antritt 75 in seinem unteren oder im Durchschnitt der zweiten Liga angekommen. So, gucken wir mal. Transfermarkt. Haben wir irgendwo noch einen Linksverteidiger? Ne, haben wir nicht. Da müssen wir uns einen holen. Müssen wir mal gucken, was wir da finden. So, sagen wir mal. Maximal 24 Jahre, Spielstärke 70 sollte er schon haben. Und dann einen Linksverteidiger, danke. Nur beste Position, ist auch klar. Beide Jugendspieler und Vertragsspieler. Dann schauen wir mal, was es da gibt. Nicht zu viel. Nicht zu viel. Gucken wir mal da. Das sieht schon besser aus. Nehmen wir doch den Gosens von Atalanta Bergamo. 2,6 Millionen. 2,8 können wir ausgeben. Ins Blickfeld nehmen. Nehmen wir in die Finanzen rein. Nehmen den Budget. Und geben die 2 Millionen hier hin. Und die 1 Million in die Gehälter. So, jetzt gucken wir mal. Transfermarkt, Blickfeld. Hector geht ab für 9 Millionen und der Gosens von Bergamo hole ich mir dann. So, schauen wir mal. 2,3 Millionen. Und 2,7 ist schon okay. So, dann kann ich die 2 Millionen vom Finanzstatus wieder runternehmen vom Transfer. Über 1,86 und die packen wir hier mit drauf. Sodale. Sodale, Sodale. So, das ist auf die Transferliste gesetzt. Jetzt geht es im Text, im 3D-Modus weiter gegen St. Pauli. Schauen wir mal, was das gibt. Mal gucken. Dann schauen wir mal. Ich dachte, Buchtmann fällt aus. War wohl nicht wieder ausfallen, war? Na, mal gucken. So, dann schauen wir mal.
was das bei Pauli wird. St. Pauli geht auf jeden Fall über die Flügel. Ja, so läuft das nicht so gut. Daher werden wir das Ganze jetzt umstellen auf Kurzpassspiel. So. Weiter geht's. Aber fast das 1 zu für Pauli. Elfmeter, oder? Nee, doch nicht. Glück gehabt. Abseits. Ah, fast das 1-0. Wieder fast. Naja. Mal ein bisschen so die anderen Ergebnisse beobachten. Bochum führt 1-0 in Paderborn. Gehalten. Ja, der Druck erhöht sich. Darmstadt führt 2-0. Kiel 1-1. Duisburg 2-1 gegen Fürth. Darmstadt 3-0, Dresden, Hamburg 1-0, in der Halbzeit werden wir den Einsatz auf 100% erhöhen. Das geht so gar nicht. So, werden wir das Ganze mal erhöhen. 100%. Spielergespräche macht der Co-Trainer und weiter geht's. So, und mal gucken, was das bringt hier. Der war ja nix. Ein Satz mit X, nix. Ja, wir haben ja gleich das Hektor-Geld. Da können wir uns dann den Fiete ab für die Winterpause holen, nach der Transferperiode.
Einmal diese Fernschüsse. Obwohl, das sollte eigentlich eine Flanke werden. Abseits. Immer noch der blöde Husten da. Er hält sich dieses Jahr hartnäckig bei mir. So ist das leider. So, wollen wir nochmal hier umstellen. Auf 50%. Jo, das passt alles, der Rest. Okay, weiter geht's. So, Cordoba hole ich mal raus. Und mache Terodde, wechsel Terodde für ihn ein. Ja, 0-0. Ich hoffe, das wird auch eine Nullnummer bleiben. Keinen guten Tag erwischt heute. Oder doch? 1-0. Durch Gyrassi. Schade, dass er nicht hingegangen ist, der Stürmer. Hätte er nicht hingehen müssen. Paderborn Bochum 1-1. Darmstadt 3-2 in Heidenheim. Da wäre der beinahe das 1-1 gewesen. So, 1-0 gewonnen in St. Pauli oder bei St. Pauli. Irgendwelche besonderen Ergebnisse dabei? Hier hat unser HSV gespielt, 1-0 verloren. Viertes Spiel, vierter Sieg, so muss das sein. So, dann war es das erstmal für heute. Ja, den holen wir uns erstmal. B für wichtig. So. Na, sehr fair wollen wir nicht werden. Ja, gucken, ob der kommt. So. So,
beenden wir diese Woche mal. Und morgen, Montag geht es dann weiter mit der nächsten Woche. Ich wünsche euch ein angenehmes Wochenende. Bis Montag dann. Ciao, ciao.